Hallo ihr Lieben, heute kommt das nächste Channel, was ich für einen Kunden mache. Aber er will anonym bleiben. Aber die Genehmigung für dieses Video zur Veröffentlichung habe ich von ihm bekommen. Dazu sage ich vielen Dank. So, ich werde mich jetzt mit der geistigen Welt verbinden und die Frage stellen. Dazu gehe ich wieder in eine Art Trance, wo ich sehe und auch die Antworten erhalte. Ich bin jetzt direkt verbunden. Mein Kunde möchte wissen, wie es beziehungsmäßig in der Liebe weitergeht. Ich sehe, im Moment bist du alleine, aber da gibt es jemanden. Einen Mann. Allerdings sehe ich auch, dass du mit diesem Mann schon viel unternommen hast. Eine enge Verbundenheit ist da. Ja, eine Liebe. Diese Liebe hat aber eine Bedeutung für euch beide. Es ist eine karmische Verbindung, also schicksalhaft. Dies bedeutet aber auch, dass es nicht einfach ist. Es ist auch leidhaft. In einem anderen Leben wart ihr schon einmal zusammen. Das Leben war damals nicht einfach für euch. Ihr hattet viele Hürden in der Liebe zu überwinden. Ihr wurdet dann sehr früh voneinander getrennt. Damals konntet ihr als Gleichgeschlechtliche diese Liebe nicht ausleben. So hattet ihr euch geschworen, in einem anderen Leben diese Liebe ausleben zu wollen. Das ist jetzt dieses jetzige Leben. Ihr habt euch gesucht und gefunden. Ihr habt beide Angst, dass es wieder schieflaufen könnte. Ihr müsst aufeinander zugehen, sprecht über eure Wünsche, auch über eine gemeinsame Zukunft. Dann werdet ihr erkennen, was Sinn macht. Ihr werdet auch in den Gesprächen und in eurem Zusammensein erkennen, was eine Verbundenheit zwischen euch ist. Ihr lebt in der jetzigen Zeit, wo man nicht mit dem Finger auf euch zeigt. Jetzt traut euch, zu eurer Liebe zu stehen. Dann schafft ihr es. Zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, wenn du mehr wissen willst, wie du damals in dem anderen Leben mit ihm gelebt hast, solltest du überlegen, eine Rückführung bei mir zu machen. Ich danke den Engeln, dass sie an meiner Seite standen, dass sie mir geholfen haben bei diesem Channeling, das ich sehen und hören durfte. Ich danke all den göttlichen Mächten. Amen. Dieses war nun ein Channel, wo ich euch allen klar machen möchte, um was es überhaupt geht, nämlich nur um die Liebe. Denkt daran,
Die Engel sind geschlechtslos. Auch wenn wir oder diejenigen, die Engel sehen können, die Engel männlich oder wie die Mutter Maria weiblich sehen. Es geht einfach nur um die Liebe. Nur um die Liebe. Und diese Liebe ist göttlich. Deshalb habe ich bei dem Kunden darum gebeten, dass ich dieses Video veröffentlichen darf. Denkt über meine letzten Worte nach. Urteilt nicht voreilig über andere Menschen. Und dafür sage ich auch Danke an euch alle. Bis zum nächsten Channeling. Wieder für einen Kunden. Herzlichst, eure Diriyah.